So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Crying-Shin-Chan für den Game Boy Advance mit Gastkommentatoren, und zwar Steffi. Huhu. Ja, wir gehen jetzt... Jo, wir machen jetzt weiter. Wir gehen jetzt in den zweiten Film rein, der sich hier drin befindet. Nein, das ist Film 3. Apropos, das hier ist der Schuldirektor. Einer der coolsten... Was zum Henker? Was war mit dem Ton gerade los? Nee, der ist einer der coolsten Charaktere der ganzen Serie. Und das ist, ja, habe ich auch schon mal im ersten Part erzählt, das ist ja die ganze Serie, beziehungsweise das ganze Spiel ist auf die Filme von der Serie aufgebaut. Sprich, Level 1 ist der erste Film, Level 2 ist der zweite Film. Ja, und jetzt kommen wir halt in den zweiten Film rein, wo die Familie einfach mal sprichwörtlich mit dem Flugzeug abstürzt, und hier haben wir gleich eine Innovation im ganzen Spiel selber, also zum ersten Mal. Erstmal müssen wir hier Schlangen kaputt machen, Sachen einsammeln, und du bist ruhig. Bäh. Ich höre dir zu. Ja. Ja. So, was? Ich bin geplättet. Geplättet? Ja. Ja. So. Über den Arsch vorhin. Über den Arsch? Über den Arsch hier? Ja, genau. Das kann man immer machen. Da ist man sogar schneller mit. Ja, Augenblick, hier kann man wieder... Ich muss mal ausprobieren, ob ich dann schneller bin, wenn ich so... Dass so in der Öffentlichkeit gut ankommt. Wir schicken jetzt erstmal den Hund zum Graben. Das ist zum Henker. Gilt der da? Oder sieht es nur so aus? Ja, der gräbt dann eigentlich, aber irgendwie, was macht der? Moment. Hä? Yeah? Der gräbt normalerweise. So, so. Er gräbt Sachen aus, und hier hat er sogar... Er hat Energie für uns ausgegraben, und hier ist nichts. Aber hier kommt, wie gesagt, gleich die erste Innovation, und zwar genau jetzt. Ein Affe. Wir sehen einen Affen, der die Wände hochklettert. Und da ist ein kleiner Affe. Und er zieht sich jetzt einfach ein Affenkostüm an. Und jetzt sind wir ein Affe. Ja. Und jetzt können wir... Eben wie der Affe gerade, können wir jetzt Wände hochklettern. Was cool. Ziemlich scheiße zu steuern ist, finde ich, weil manchmal ist das echt Glückssache, besonders hier bei so Stachelfallen. Und hier, wir haben mal, Augenblick, dieses Muchacho-Kostüm, was wir auch anziehen können. Wir können jetzt damit solche Dinger wegmachen. Und können jetzt wieder eine Ausgabe einsammeln. So, zum Henker. Und mal wieder das Affenkostüm. Ich habe leider bisher nur, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt und habe bisher, glaube ich, nur 3 oder 4 verschiedene Kostüme gefunden. Und, aber es sind ja, wie gesagt, also es kommt halt noch ein, das ist noch so ein Froschkostüm, das kommt, glaube ich, im dritten Level dazu. Damit kann man dann mit der Zunge irgendwie so an Seile rum, also wie an Lianen rumschwingen. Und es gibt irgendwie noch 2 Kostüme, die ich allerdings überhaupt noch nicht gefunden habe. Und ich habe immer wieder Probleme. Sind die versteckt? Ja, das Affenkostüm und dieses Froschkostüm halt selber nicht, aber halt die anderen Kostüme, die habe ich, wie gesagt, noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich irgendwo versteckt und Also bist du nicht drauf angewiesen? Nö, bin ich nicht drauf angewiesen. Das kann man auch so schaffen. Das sind optionale Kostüme. Das Cosmo, der ja auf Japanisch Toru heißt und im Englischen eigentlich Georgie, was mir gemailt wurde oder... Wo ich eine Nachricht bekommen habe, wo ich aufgeklärt wurde. Gut zu wissen. So. Und jetzt können wir auch hier an diesen Lianen rumklettern. Und, oh Gott. Ja, diese ROM spinnt manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das hörst mit dem Sound. Da habe ich ganz am Anfang, bevor ich das ganze Spiel überhaupt aufgenommen habe, ich teilweise echt arg Probleme gehabt. Aber kann man halt nichts dran machen. Dafür ist der Sound jetzt gerade auch so leise. Man soll uns da sowieso gerade nur sprechen hören und Schlangen, aber die machen nichts. Okay. Ja. Hör auf mich. Glaube mir. Ich habe irgendwas Geheimes gefunden. Eine Ausgabe habe ich gefunden, die hier oben versteckt war. Interessant, wusste ich noch nicht. So. Wenn man nicht weiß, worum es geht, dann denkt man echt, du kannst Japanisch. Ja. Ich kann es lediglich verstehen, wenn ich mir, was weiß ich, so Sachen auf Japanisch angucke. Dann kann ich es
mittlerweile nachvollziehen, weil ich halt viele Serien dann teilweise einfach schon vorher gekannt habe oder vorher so im Internet gelesen habe oder was. Und dann kennt ihr den Inhalt und dann weiß ich, was da zu tun ist. Und hier auch, ich weiß nicht, ob du das letztes Mal schon gesehen hast, man kann jetzt hier die Mutter, die kann man hier jetzt hinschicken. Und zwar mit dieser Art und die macht dann den Stein hier kaputt. Ja. Und hier sind nochmal Extras hinter. Wie Leben. Und einiges mehr. Alles schön. Und hier darf ich nicht runterfallen. Jetzt war wieder hier hoch, so. Und hier sind im Grunde genommen eigentlich nur Schlangen als Gegner und diese komischen Schlangenfanatiker. Das ist auch irgendwie so eine komische Schlangenmafia oder sowas. Und hier sind irgendwelche tanzenden Affen. Ich glaube, die würden mich sogar angreifen, wenn ich mich... Aber ich probiere das mal kurz aus. Ich glaube, wenn ich... Ich meine, die greifen mich an, wenn ich... wenn ich normal bin. Nein, doch nicht. War das nicht so? Die sind so high, die merken das gar nicht. Wie die da so rumtanzen, das erinnert mich irgendwie... Du kennst doch Yoshi's Island, oder? Ja. Kennst du doch diese Shy Guys, diese komischen eingeborenen Shy Guys, die dann auch mal mit ihren Sperren da so komisch rumtanzen? Irgendwie erinnern die mich an die und jetzt sind wir schon einen Abschnitt weiter. Das sind beispielsweise irgendwelche komischen Mafiosen, die einen irgendeinen orientalischen Prinzen entführt haben, der so aussieht wie Shin Chan selber, nur mit dunkler Haut und arabischem Kleidungsstil, sag ich mal. Sprich, ich habe mir die Filme quasi so zur Recherche alle mal angesehen. Obwohl ich sie leider nur... vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet, ja. Aber da habe ich mir auch sowieso ein bisschen Zeit mitgelassen, weil ich das Spiel gerne... Ja, ein bisschen vorbereiteter angehen wollte. Weil, ich glaube nicht, dass dieses Spiel schon mal jemand auf Deutsch Let's Played hat. Und ich mache das ja sowieso mal lieber, Sachen Let's Playen, die keine Sau kennt. Finde ich immer herrlich. Ja, und das ist beispielsweise hier dieser komische Prinz. Eigentlich völlig unnötig gerade, weil man ja sowieso nichts versteht. Ich kann es auch nicht übersetzen. Aber egal, man, Hauptsache man sieht das Spiel. Gula! Vom selben Designer kreiert. Ja. Der ist auch schon tot, der das gezeichnet hat. Echt? Der ist schon tot, ja. Der ist 2009 ist der eine Felswand runtergeschmiert. War schon übel, aber die Serie, die wird in Japan trotzdem noch weitergeführt. Weiß der Deibel, wie die das machen? Also als Anime auf jeden Fall und als Manga irgendwie auch noch von den Assistenten selber. Ja, das ist dieser Obermacker. Allerdings gibt es hier keinen Endgegner zu besiegen in diesem Level. Das ist ja angenehm. Ja. Ja, dafür ist hier aber eigentlich eine etwas anderer Mist. Sag ich mal. Achso, jetzt kommt da erst noch dieser Tempel. Was eigentlich ganz lustig ist. Augenblick, ich mach mich mal wieder normal. Hat der Schluck auf, wenn er hüpft? Hat er mal Nick? Sag. Ja, der Affe, ne? Als Affe. Ja, genau, der Affe. Ja. Da wird den Hund nochmal geraten. Und du hast ja auch einen Hund. Hat dein Hund dann auch immer drauf, dass er auch immer in Büsche reinrennt? In Büsche? Ja, in Büsche. Und sich dann Zecken holt. Nee. Ja, Zecken, das ist... Allgemeine Sache. Da habe ich eine richtige Sammlung von Zecken. Ja. So. Du musst ein bisschen aufpassen, da heißt es aufpassen! Oh. Indiana Jones Steinfallen in halben Steinquadern. Jetzt kommt gleich wieder eine lustige Innovation, wie ich finde. Ich finde das so geil, wenn der mit seinem Arsch wackelt. Ja. Das ist so gut. Oh, Bier gibt's auch! Bier gibt's auch, ja. Diese Heusoße von Max. Ja. Also das ist jetzt auch eine Innovation. Klaustaler alkoholfrei oder sowas. Ja, dadurch kriegt man aber hier Punkte für den Vater. Es gibt noch so Goldringe oder so Ringe halt einzusammeln, dann gibt es hier Punkte für die Mutter. Dann irgendwie so Fläschchen ist für die Schwester und Fleisch ist für den Hund. Also sprich, dass man die dann Leute kann man die kann. Leben dann auffüllen. Heißt Leben, also das erste ist sowieso, man kann sich halt immer von den ganzen Familienmitgliedern, sind ja die Familienmitglieder, kann man sich helfen lassen. Beispielsweise, wenn man den Vater holt, macht er halt einen so eine Räuberleiter und kann man höher springen und so weiter. Ah. Hat auch irgendwie mit dem Hund, dass er dann graben kann. Und hier muss ich mir einfach hier reinstellen und dann werde ich nicht zerquetscht.
Clever. Da, und da drüben musst du dich ducken dann. Ja. Wenn er da rein. So muss ich dann machen. Ja, da kriegt er die Bezeichnung Leck mich am Arsch eine ganz andere Bedeutung, echt. Ja. So. Moment mal. Ach Quatsch. So, und machen wir wieder hier Steine weg. Und können jetzt hier den Schatz einsammeln. Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Vielleicht bringt mir das dann sogar. Vielleicht kriege ich ja so diese Kostüme oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Weil diese Goldschätze habe ich beispielsweise noch gar nicht alle. Ich habe es ja bisher insgesamt quasi offline einmal durchgespielt. Und hier, ich kann ja hier diese. Ich weiß nicht, wofür das hier gut ist, was ich hiermit machen kann. Auf jeden Fall baue ich es hierfür. Keine Ahnung. Im Grunde genommen habe ich das Level jetzt gleich auch schon geschafft. Ich muss jetzt nur bis zum Ende noch laufen. Es gibt aber auch in jedem Spiel. Es gibt auch in jedem Spiel Fledermäuse als Gegner. Abgesehen von Mario, da gibt es keine. Noch nicht. Noch nicht, ja. Hier kämpfen die, das ist völlig irrelevant, wie die hier kämpfen, weil das kann uns voll egal sein. Ich hole trotzdem mal den Vater. Ich glaube, der bringt mir ein bisschen was. Ich nehme mal eben mein Affenkostüm, so. Und kann den Schatz einsammeln. So, wunderbar. Wieder das normale Kostüm. Und jetzt kommt auch gleich die Stelle, warum dieses Level ja kein Endgegner hat. Sprich, da müssen wir einfach hier hochgehen. So, hier treffen wir nämlich diesen Prinzen. Jetzt laber ich eben mit ihm. Die haben zwei irgendwelche komischen Dinge. Und es fließt hier nämlich Wasser rein. Ich mach das einfach mal weg. Und jetzt muss ich halt vor dem Wasser flüchten, was hier jetzt stetig steigt. Allerdings ist das nicht wirklich schwer, wie ich finde. Aber eigentlich mal eine ganz nette Alternative im Gegensatz zu einem Endgegner. Jetzt muss ich auch das hier nicht mehr machen. Allerdings kann ich jetzt von herunterfallenden Felsen getötet werden. Uiuiui. Ja. Ui. Ja. Da muss aber ganz schön schnell sein. So. Ach, geht eigentlich. Steigt jetzt nicht so schnell das Wasser, finde ich. Später kommt eine ziemlich blöde Stelle in einem, ich glaube im 10. Level oder so ist das. Da muss man so ein komisches Gauner-Ehepaar irgendwie verfolgen. Und die, beziehungsweise muss man schneller so einen Turm als die hoch klettern, sag ich mal. Allerdings steigen die so einen, fahren die so einen Aufzug hoch, man muss halt alleine da hochkommen. Das ist schon ziemlich arg, wenn man da wirklich Zeit für hat. Die nicht so gnädig ist wie hier mit dem aufsteigenden Wasser. Und da haben wir dieses zweite Level auch schon geschafft. So einfach geht's. Und ich glaube, ich habe sogar alle besonderen Sachen hier einsammeln können. Halt eben diese ganzen Goldschätze da. Ich weiß es nicht genau, wird man ja später sehen. Und dann geht man mal ins dritte Level rein. Das müsste man überall können, müsste man mal vorstellen. Mario oder so würde das können. Das wäre lustig. Das wäre echt witzig. So. Er könnte sich dann mit seinem Schnauzer den Hintern abwischen oder so. Das wäre witzig. So, das ist jetzt der dritte Film. Und hier sind wir jetzt in irgend so einem Ninja-Dingen, in irgendeiner Ninja-Stadt und sind jetzt halt in diesem Froschkostüm. Und das sieht nicht aus wie eine Zunge, finde ich. Das sieht eher aus wie so eine. Wie diese. Wie heißen diese Party-Dinger da? Wenn man da so. Ja, genau, die. So finde ich sieht das aus. Genau, weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Keine Nase. Aber hat Rotze raushängen. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Ja. So. Ehrlich, so, noch ein Jolch, ich freue mich ja schon wieder, wenn ich mein nächstes Special aufnehmen jetzt kann. Jetzt hängt's bei mir. Es hängt bei dir.
und sie ist weg, mein Internet. Ich mache sowieso an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sag bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.